da ist unser Attentat. So. So, wir nähern uns über die Dächer. Und gehen kurz vorher auf den Boden. Was ist das Gehschen jetzt am intelligentesten? Das. Geht schnell! Sind wir schon weg? Englischen König und sein Heer von Ungläubigen. Sie handeln gegen den Willen Gottes. Und dafür müssen sie zahlen. Wo immer sie reiten, hinterlassen sie eine Schneise des Leids. Er wird sie nennen es einen Kreuzzug. Und wenn das passiert, ein Kreuzzug für was? Ignoranz, Axt, ey, leck mich doch am Arsch. Wahnsinn! Wir müssen standhalten. Wir müssen die Feinde auf jede erdenkliche Art bekämpfen. Wo will er hin? Er scheint ja wirklich in Eile. Was ich schon mal am geilsten finde, ist dann dieses Abhauen nach diesem Attentat, ey. Das ist immer extrem spannend und cool gemacht irgendwie. Wieso nicht? Ihr habt nichts hier zu suchen. Geht! Seltsam. Warum tut er das? So, stecken wir diese unsere V-Karte da rein. Und sonst sind die bestimmt nicht hier. Eine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Eine milde Gabe. Bitte nur ein paar Goldstücke. Gepriesen sei Salah al-Din. Er hat die Kraft gefunden, im Kampf für unsere glorreiche Kultur auf. Was nun, Sklaventreiber? Nennt mich nicht so. Ich versuche nur zu helfen, so wie mir geholfen wurde. Ihr tut Ihnen keinen Gefallen, damit Sie so einzupferchen. Ein Pferchen. Ich biete Ihnen Schutz und bereite Sie auf die Reise vor, die vor uns liegt. Welche Reise? In ein Leben der Knechtschaft? Ihr wisst gar nicht. Es war dumm, euch hierher zu bringen. Zu denken, dass ihr sehen und verstehen würdet. Ich verstehe sehr gut. Zeigt euch! Ihr wollt den Mann sehen, der euch hergerufen hat. Ihr habt mich nicht gerufen. Ich kam von allein. Ja? Wer hat die Tür geöffnet? Den Weg freigemacht? Musstet ihr nur einmal eure Klinge gegen einen meiner Männer erheben? Nein. All das tat ich für euch. Dann tretet ins Licht und ich werde euch einen letzten Wunsch erfüllen. Nun stehe ich vor euch. Was ist euer Begehr? Kommt herunter. Lasst uns das ehrenvoll beenden. Warum muss es immer in Gewalt enden? Ich glaube, ich kann euch nicht helfen. Denn ihr wollt euch selbst nicht helfen. Und ich kann nicht zulassen, dass mein Werk gefährdet wird. Ihr lasst mir keine Wahl. Ihr müsst sterben. Hey, you have to!
So, der nächste geht down, der letzte kommt. Nein! Ihr könnt nicht mehr fliehen. Teilt euer Geheimnis mit mir. Mein Part ist beendet. Die Bruderschaft ist nicht so schwach, als dass mein Tod sie aufhalten würde. Welche Bruderschaft? Al-Mualim ist nicht der Einzige, der Pläne für das Heilige Land hat. Und mehr werdet ihr von mir nicht erfahren. Dann sind wir fertig. Bittet euren Gott um Gnade. Wenn es je einen gab, hat er uns lange verlassen. Uns und die Männer und Frauen, die ich bei mir aufgenommen habe. Wie meint ihr das? Bettler, Huren, Süchtige. Klingt das nach tüchtigen Sklaven für euch? Unfähig selbst für die niedersten Arbeiten. Nein, ich verkaufe sie nicht, ich rette sie. Aber ihr würdet uns alle töten. Und das nur, weil man es euch befahl. Nein, ihr profitiert vom Krieg, von zerstörten und gebrochenen Leben. Ja, so denkt ihr. In eurer Unwissenheit. Euren Geist abschütteln. Man sagt, das könnt ihr am besten. Erkennt ihr nicht die Ironie darin? Nein, wohl noch nicht. Aber bald. Verdammte Scheiße, weg da, ab da. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Sehen. Und
Punktlandung. Altair, wie wunderbar, dass ihr zurückgekehrt seid. Und wie verlief eure Mission? Die Tat ist vollbracht. Talal ist tot. Oh, ich weiß. Für wahr. Die ganze Stadt weiß es. Habt ihr die Bedeutung von dezent vergessen? Ein Assassine stellt sicher, dass viele von seiner Tat erfahren. Nein, ein fähiger Assassine behält jederzeit die Kontrolle. Wir können über Details streiten, Malik, aber Tatsache ist, dass ich die von Al-Mualim übertragene Aufgabe erfüllt habe. Dann geht. Kehrt zu dem Alten zurück. Lasst uns sehen, auf wessen Seite er steht. Ihr und ich stehen auf derselben Seite, Malik. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So, die zweiten Teile hatten wir jetzt auch beendet. Gottverdammt, was ist jetzt schon wieder? Ich habe komische Temperaturanzeigen. Ich glaube, der Animus läuft heiß. Jesus, immer ist irgendwas. Wie lange? Weiß ich noch nicht. Diese Verzögerungen sind inakzeptabel, Miss Stone. Ich will jede Stunde einen Bericht. Es wird ein Weilchen dauern, Desmond. Warum legen Sie sich nicht hin oder so? Ruhen sich aus. Ja, dann machen wir das mal, ne? Ruhen wir uns doch mal wieder aus. Warum schreit er sie immer an? Es ist seine Maschine. Seine Theorien, aber er hat sie nicht selbst gebaut. Wer dann? Sie? Nein, Abstergo hat ein Ingenieursteam. Es gibt nicht viel, was sie nicht haben. Aber ich habe den Zusammenbau überwacht. Schätze, deshalb ist er immer wütend auf mich. Er ist ein Arsch. Er steht unter großem Druck. Wie wir alle. Unglaublich, dass Sie diesen Kerl verteidigen. Warren rettete mein Leben. Wenn er gern ein bisschen herumbrüllt, lassen Sie ihn. Naja, muss doch nicht sein, Mensch. Was zum... Jemand war hier drin. Sieht aus wie ein Zugangscode. Leg nicht so ein bisschen hin und pennen, ne? Raus aus dem Bett! Es wird ein schöner Tag. Sie sind aber heute gut gelaunt. Miss Dillman hat einige Modifikationen am Animus vorgenommen. Sie sollten jetzt noch länger drinbleiben können. Um Ihnen bei der Schatzsuche zu helfen? Das ist eine ernste Angelegenheit, Mr. Miles. Ich glaube, Sie wissen die Arbeit, die Abstergo leistet, nicht zu würdigen. Vielleicht, weil ich überhaupt nicht weiß, was ihr Leute tut. Wir ändern die Welt. Jeden Tag. Auf 100 verschiedene Arten. Wussten Sie, dass beinahe jeder Durchbruch des letzten Jahrtausends, sei er medizinisch, mechanisch oder philosophisch, von Abstergo oder seinen Vorgängern kam? Das ist eine kühne Behauptung, Doc. Meinen Sie nicht, Sie übertreiben da ein bisschen? Nicht im geringsten. Oh, natürlich ernten wir nicht die Lorbeeren. Das würde viel zu viel Aufsehen erregen. Wir suchen uns unsere Günstlinge sorgfältig aus. Warum? Ist das nicht offensichtlich? Es bedeutet, dass wir die Kontrolle haben. Aber wie? Was macht Sie so besonders, so clever, dass Sie all diese Dinge erfinden konnten und wir Normalsterblichen wie die Idioten herumstolpern? Um fair zu sein, wir erfinden sie nicht. Wir finden sie. Finden? Es sind Geschenke, Mr. Miles. Von denen, die vor uns waren.
Wir sprechen später weiter. Die Zeit drängt. Morgen, Desmond. Ja, hi. So, wir bewegen uns also auf die Zielgerade. Los geht's, Mr. Miles, die Zeit drängt. Ist ja gut, mal ein Schild. Wenn Sie einen starken Angriff kontern, ist Ihr Gegner verwundbar. Besiegen Sie ihn, indem Sie seine Beine brechen oder ihn zu Boden werfen. Tretet ein, Altair. Ihr schlagt euch gut. 3 von 9 sind tot. Und dafür gebührt euch mein Dank. Aber ruht euch nicht auf euren Lorbeeren aus. Es hat gerade erst begonnen. Ich stehe zu euren Diensten, Meister. König Richard, ermutigt durch seinen Sieg bei Akkon, bereitet einen Zug gen Süden auf Jerusalem vor. Salah al-Din ist sich dessen bewusst und sammelt die Seinen vor der zerstörten Zitadelle von Arsur. Wollt ihr denn, dass ich beide töte? Ihren Krieg beende, bevor er richtig beginnt? Nein. Das würde ihre Armeen zerstreuen. Und das Land dem Blutdurst tausender zielloser Recken preisgeben. Sie werden erst in vielen Tagen aufeinandertreffen. Und derweil sie marschieren, kämpfen sie nicht. Ihr müsst euch um eine dringlichere Bedrohung kümmern. Die Männer, die so tun, als würden sie in ihrer Abwesenheit herrschen. Liefert mir Namen und ich liefere euch Blut. Das werde ich. Abul Nukut, der reichste Mann in Damaskus. Majid ad-Din, Regent von Jerusalem. Wilhelm von Montferrat, Lehnsherr von Akkon. Was sind Ihre Vergehen? Gier, Arroganz, das Abschlachten Unschuldiger. Mischt euch unter das Volk dieser Städte. Dann erfahrt ihr von ihren Sünden. Habt keinen Zweifel, dass diese Männer dem Frieden, den wir suchen, im Wege stehen. Dann sollen sie sterben. Ihr habt euch ein weiteres Ausrüstungsstück verdient. Nehmt es. Macht es euch zunutze. Kehrt nach jedem Anschlag zu mir zurück, auf dass wir ihre Absichten erkennen mögen. Und, Altair, seid wachsam. Eure Taten haben wohl die Aufmerksamkeit der Stadtwachen erhöht. Sie werden jetzt misstrauischer sein als zuvor. So. Nein, ich möchte nicht Move trainieren. Dann würde ich sagen, wir machen das jetzt wie gehandhabt. So, ich kümmere mich jetzt erstmal um die Aussichtspunkte im Königreich. Ach nee, ich will mich nicht loslassen. Alter, mich dünkt meine Schüler verstehen nicht ganz, ich kümmere mich jetzt um die Aussichtspunkte im Königreich. Vielleicht mögt ihr ihnen danach zeigen, mache ich Aussichtspunkte und Bürger befreien in Damaskus, in Arkon und in Jerusalem. Genau, danach mache ich die Bürger befreien und Aussichtspunkte in Akkon, Jerusalem und Damaskus. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich die ganzen normalen Missionen mache in Damaskus, Akkon und Jerusalem. Und ja. Ich würde sagen, ich mache jetzt alles hier. Meine Schüler, sollte ein Mann kämpfen. Reite ins Königreich. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es dann heißt, wir machen 3 Attentate hintereinander weg. Also wir machen 3 Attentatsvorbereitungen und dann die Attentate dazu.
wird, denke ich mal, ganz gut werden. Und ich muss das nicht sehen, jetzt permanent, wie ich hier die ganzen Aussichtspunkte und die ganze Bürger hatte. Das hätte immer das Gleiche, das ist halt das Blöde gewesen bei Assassin's Creed 1. Dass dieses Missionsdesign sich halt extremst wiederholt hat. Das war halt auch der größte Kritikpunkt bei allen Reviews. Obwohl das wirklich gefeiert wurde und auch jetzt noch gefeiert wird von den Fans. Aber das Missionsdesign ist halt wirklich teilweise so für den Arsch gewesen. Oder ist für den Arsch. Aber naja, dafür haben sie mit Assassin's Creed 2 einen würdigen Nachfolger gemacht, der bei weitem besser war. Yeah, yeah. Ja, und ich würde sagen, das war's jetzt erstmal von Assassin's Creed. Wir sehen uns, wie gesagt, nächstes Mal wieder. Dann gibt's diese ganzen Missionen und dann die Attentate und dann geht's richtig los. Also bis dahin, haut rein und ciao.